Und weiter geht's, die zweite Mischung von der ersten, vom ersten Video. Wird einmal ausgekippt, damit ihr das auch wirklich seht. Das war vom ersten Video mit vielen Holopartikeln und auch mit extrem vielen unterschiedlich großen Glitzerpartikeln. Jetzt werde ich nämlich wieder entschwäbelt und beim Entschwäbeln verbabbel ich mich dann wieder. So sieht das aus. Das ist natürlich schon mal extreme Hausnummer mit diesen Holo-Partikeln. Damit ihr nicht so geblendet werdet, werde ich das jetzt so hinschieben, dass meine Studioleuchte euch einfach nichts tut. Dann habe ich hier ein Versiegelungsgel, das ich überhaupt nicht verwende. Und werde das Ganze mit euch jetzt einfach durchgehen, wie ich das vorher auch schon gemacht habe. Und zwar nehme ich mir jetzt einfach ein paar Schäufelchen vom Propusher. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Das müsste reichen. Ich werde das Ganze jetzt erstmal vorsichtig unterheben, das kennt man ja schon vom Backen her. Nicht gleich rumdrehen, damit es nicht rausquillt. Ich werde das Ganze erstmal nur verrühren. Normalerweise würde ich diese Mischung jetzt eine halbe Stunde mit halb geschlossenem Deckel stehen lassen, damit sich die Luft, die sich jetzt durchs Rumrühren gebildet hat, auch setzen könnte. Das lasse ich jetzt aber. Guckt euch mal an. Wow. Geil. Freue ich mich drauf, auf das mit euch auftragen. So, meinen Pinsel von vorhin schön sauber machen, damit keine Fremdpartikel drauf sind. Auch hier wieder das gleiche Spiel mit durchsichtigem und mit schwarzem Tipp. Und dann gehe ich hier einfach mal rein. Ja, also man merkt schon den Unterschied. Dieses Versiegelungsgel ist unheimlich dünnflüssig. Aber das spielt ja keine Rolle bei Glitzer. Wie cool. Ja, Glitzer hat schon was Tolles. Ne? Hier nehme ich mal etwas mehr. Weil es, wie gesagt, dünnflüssiger ist als das andere Versiegelungsgel. Das hat auch seinen Charme. Die beiden lasse ich jetzt mal aushärten. Ja, und so habe ich dann praktisch schon wieder einen Tiegel mit Glitzer kreiert. Wenn mir das jetzt zu dünnflüssig ist und ich möchte es dicker haben, dann mache ich einfach nochmal eine Schäufele mehr hin. Das schadet nie. Ja, dann seht ihr einfach mal, was ich hier so mache mit meinen Mischungen. Ich kann es natürlich dazu auch verwenden, wenn jetzt eine Kundin sagt, oh, hau mir Glitzer drauf, egal wie viel. Und ich frage sie, welche Farbe möchtest du denn haben? Sie sagt dann zu mir, oh, spielt keine Rolle, mach mal irgendwas. Das wird dann immer lustig. So, ich werde jetzt den Glitzer natürlich nicht wieder wegschmeißen, sondern auf meiner Zellette wieder zurückschmeißen, um es dann mit Hilfe der Zellette in meine Tüte wieder zurückzubringen. Das mache ich jetzt, während das andere Zeug noch da drin liegt. Stopfe ich jetzt die Zellette in die Tüte und lasse das Ganze reinrieseln. So wird kein einziges Glitzer vergeudet. Ich zeige euch das mal. Also ich habe das hier so reingestopft und unten rieselt es jetzt raus. Und somit habe ich auch eine saubere Zellette hier in meinem
Glitzerbeutel, den kompletten Glitzer wieder drin und geschützt. So, das war jetzt der Glitzer aus der ersten, aus dem ersten Video. Na, komm in die Hand, Sabalot. Und das hier, das obere vom zweiten Video. Ihr seht also, kaum Unterschiede, ist alles eine bunte Mischung. Aber ich habe keinen meiner Glitzer verschwendet. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr findet die Idee gut.